Hallo, hier ist der Flo vom gestürzten TV. Bevor wir uns in dieser Folge zerfetzen gegenseitig, der Tom und ich, wollte ich nur anmerken, dass uns leider die Aufnahme vom Tom verloren gegangen ist und wir dementsprechend auf ja meine Videos zugreifen mussten, wo natürlich seine Sprachqualität nicht die beste ist. Man versteht ihn immer noch einwandfrei, aber er ist halt auf jeden Fall leiser als ich, was schade ist. Und natürlich in seinen Zügen sieht man das Ganze aus meiner Perspektive. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass man seine Perspektive sehen wird in diesem Video. Dementsprechend habe ich mir auch manche Figuren so im Detail angeschaut und habe ganz nah rangescrollt. Ich hoffe, es stört euch nicht. Wir geloben auf jeden Fall Besserung bis zum nächsten Let's Play Together Blood Bowl und wir wünschen euch trotzdem viel Spaß bei dieser Episode. Ciao! Hallo und willkommen zu Blood Bowl 2 gestürzten TV-Liga zum ersten Match. Und zwar meine Zwerge, also Toms Zwerge gegen Flo's Skaven. Der Flo ist auch dabei? Hi, Servus. Und ich hasse dich. Ich wusste, dass du Zwerge nimmst. Das kann doch nicht Ja, wahr sein. Scheiße, die haben aber alle Block. Das ist voll unfair. heul mal nicht rum. Die Goblins gab's noch nicht. Ja, stimmt. Da sind mir Zwerge noch lieber als die Goblins. Kommen die eigentlich auch noch für Blood Bowl? Also die müssen die 24 Teams, die es ja insgesamt gibt, müssen sie ja reinpatchen, weil sonst hättest du keinen Grund, Blood Bowl 2 zu kaufen. Du könntest ja Blood Bowl 1 spielen. Weil Stimmt, ja, aber es sieht bei weitem nicht so schön aus. Oh, wir sind da. Den Karak waren natürlich auch noch hier in deinem Stadion. natürlich, da Heimvorteil. suchen sie alle. Unfair. Super, Troll Slayer hat er. Aber gut, die sind betrunken. Das verschafft mir hoffentlich einen Vorteil. Wann ist denn dein Zwerg schon betrunken? Ja, das dauert. Zwerge funktionieren erst, wenn sie betrunken sind. Ach, schau mal, wenn man die jetzt braun anmalen würde, dann wären das alles Fässer mit Bärten. Schönes Farbschema von deinem Skaven. Ja, natürlich. Schwarz-grün, so wie sonst auch. Ja. Du hast den Kanonentypen dabei. Ja, das ist ein normaler Werfer, der Kanonentyp. Ah, Also, cool. Ich dachte, du hast jetzt ja. Abplay oder sowas da. Nee, 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 hat mich auch gewundert, weil ich habe ja auch beim alten Blood Bowl die Escapen gespielt und da sahen die ja noch relativ human aus und jetzt sind sie irgendwie so ein bisschen steampunkiger geworden. Ja. Was? Ich habe den Münzwurf gewonnen. Verdammt, was will ich machen? Nein! Ein Angriff. erfrischendes 7-Up Mojito, ich kann es dir jedem empfehlen. Ohne Alkohol. Super lecker. Schleichwerbung! Schleichwerbung! Scheiße, ich kann mich nicht entscheiden, was. Ich mache Angriff. Zwerge sind eh immer so die Verteidiger. Gut, dann. Okay. Da muss ich mich jetzt in der Defense auch. Schauen wir mal. Ah, okay, du nimmst ein vorgefertigtes Aufstellungsmuster. Ja, weil die sind nämlich gar nicht schlecht. Ich muss nur gerade überlegen, welches mir lieber ist. Aber nachdem ich in der Defense bin, mache ich lieber das hier. Ich probiere jetzt nämlich auch zur Zeit auch in meinen anderen Let's Plays, probiere ich jetzt auch gerade mit den vorgefertigten Aufstellungen rum. Weil sonst habe ich es ja immer alle an der Line of Scrimmage aufgestellt. Ja. Und ja, Aber deswegen. ja, da hast du schon recht, der schaut ganz nett aus. Und vor allen Dingen, ich habe jetzt gestern mal ein Spiel gemacht, lokal, also Hot Seat-mäßig. Und Ja. das war so ätzend, wenn man die Figuren einzeln aufstellen will, weil du musst immer warten, bis die dann auch aufgestellt sind. Ja, ist ein bisschen nervig. Das ist echt ein bisschen nerviger. Nee, das will ich nicht. Lauft schneller, weil die Zeit tickt. Das ist natürlich auch ein bisschen vom Nachteil her, dass die Zeit weiterläuft, während wir hier noch rumlaufen. Ah, was soll ich machen? Sieht alles irgendwie Ja. scheiße aus. Ja, ich meine, du bist jetzt, du musst den Ball fangen. Ja, genau. Ah, nee, nee. Das, genau. Aber der hier, den. Die Zwerge sind so langsam, die kommen nicht so schnell hinter, aber ich könnte doch Einstellung bestätigen. Und da fliegt der Ball. Und was haben wir hier? Es regnet. Es regnet. Oh Gott. Minus 1 Modifizierer auf Fangen, Intercepten und Aufheben. Tja, das heißt, deine Zwerge können diesen Ball einfach das Spiel mal komplett knicken. Hm, Ah, oh, jetzt liegt er vermutlich. da vorne dabei. Komme ich denn so? Und hier und überhaupt? Und wenn ich so. Ups. Ah, ich bin immer noch ein bisschen irritiert, weil wenn ich
eine Ratte auswähle, will ich natürlich... Moment, ich bin gerade... Ah, ich muss planen. Schlagen. Einfach mal zuschlagen. Erstmal das. Ich will immer mit Rechtsklick bestätigen. Ein wildes Tier. Du machst mal gar nichts. Ja. Verdammt. Nee, ich will immer mit Rechtsklick bestätigen. Und wundere mich dann, warum das nicht funktioniert und warum ich die Figuren immer wieder abwähle und so weiter. Und ist ja doof. So, du darüber. Das hier. Aber ich kann euch schon mal eins versprechen. Sobald die Goblins da sind, werde ich ein Goblin-Team rerollen quasi. Weil Goblins sind einfach mega bei Blood Bowl. Sie können gar nichts, aber sie können zersägen. Ja, ich habe geflucht damals noch bei Blood Bowl 1, als du mir meinen Star-Player zersägt hast. Und ich, das war kein eingekaufter Star-Player, sondern es war einer, den ich wirklich hochgelevelt habe. Kann's laufen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Verdammt. Ball aufheben und versagen dabei. Ja, aber es ist halt nur eine 50-50-Chance, ne? Aber natürlich, ja, aber super gemeistert. Kein Connect hier. So, den Pass. 50. Ah, egal, ich habe Rerolls. Krass, das schafft der auch noch. Na klar schaffen die das. Wie hast du es eigentlich geschafft, so eine schlechte Teamwertung mit deinen Skaven zu haben? Wieso? 1000 ist, also knapp 1000 ist ja relativ gut. 1000 ist halt, wenn du ein Team neu machst und du hast, glaube ich, 980 gehabt. Ja, ich habe halt Rerolls und einen Apotheker, weil gegen deine Zwerge brauche ich sowas. Hä? Nein. Ich meine, wenn du ein Team komplett neu machst, hast du immer 1000. Echt? Ich habe gedacht, die Punkte errechnen sich praktisch anhand... hast du vielleicht Spieler verloren? Nö, das Team ist wirklich brandneu. Das habe ich jetzt eben vor der Aufnahme noch zusammengeklickt. Okay, dann habe ich mich vielleicht auch verlesen. Ich weiß es nicht genau. Aber ich dachte immer, dass der Punktewert sich anhand der XP von den Spielern in deinem Team... Oder beziehungsweise, ja, richtig. Aber nachdem der jeder... Ja, aber ich habe ja vielleicht einen weniger. Vielleicht hast du... Ich habe 12 Spieler und du 13, kann das sein? Nee, ich habe auch 12. Ich glaube, du lügst. Okay, was will ich denn jetzt machen? Also ich... Wenn ich... Habe ich diese Runde schon geblitzt? Hä? Hä? Warum kann ich nicht... Ich dachte, ich kann blitzen. Warum geht das nicht? Okay, dann... Kann der hier noch was? Ich bin... Du hast jemanden noch angewählt. Ja, aber irgendwie bin ich gerade total blöd. Wenn ich Rechtsklick mache, geht meine Maus noch? Ja. Wenn ich Rechtsklick mache, kann ich hier niemanden mehr abwählen. Was ist los? Escape. Du hast ja jedenfalls hier noch neben deinem Rattenogel so eine Ratte noch anvisiert. Ich weiß, ich kann die nicht abwählen. Ich bin irritiert. Ja. Verbindung unterbrochen. Jetzt ist sie. Oh nein. Nein, aber du hörst mich noch in. Ja, stimmt, ja, du hörst mich noch in TeamSpeak, aber. Ja, ja, ich höre dich. Die Zeit steht auch gerade. Tatsächlich. Ach, hier steht auch Connection interrupted, trying to reconnect in 2 Minuten. Was? Moment, kann ich dem nicht sagen, jetzt sofort? Also ich will nicht aufgeben, das wäre total kacke. Ja, ich meine, wenn, dann schneiden wir einfach die Wartezeit halt raus. Ja. Dann süffel ich noch was von meiner tollen... Ah, Rico-Limo. Dein Gegner ist nicht mehr im Spiel. Ah, wieso das denn? Keine Ahnung, aber jetzt läuft's wieder. Okay. Die Zeit läuft runter. Okay, schnell. Ah, tu was! Kobras! Ja, egal, bevor jetzt... Ja, ich hab schon ausgewählt. Der letzte Kinnhaken à la Asterix und Obelix. Zumindest machen es die Menschen so. Episch. Okay, natürlich nicht. Hast du gesehen, mit der Klaue... Hab ich gesehen. 1000 Schaden in dein Gesicht. 1000 Schaden? In your face. Dein Gegner spielt, okay. Na, da stehen sie auf. Oh. Mopsi. Ja, das war mal der erste Mal. Aber. Ich finde es halt so. Eigentlich sind Zwerge schon cool als Gegner. Auf der einen Seite ziemlich scheiße, weil sie blocken können. Auf der anderen Seite ist es natürlich geil, weil die kommen halt einfach nicht hinterher. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier einmal durchgewieselt habe, war es das. Nein! Ich wollte jetzt gerade auswählen. Nimm den Totenkopf, der ist cool. Totenkopf bedeutet tot. Genau. Komm schon. Ich habe allen auf meinem Channel erzählt, du wärst cool. Oh, mein Channel, unserem Channel. Oh, lame.
Macht nichts, ich bin Francie. Oh, scheiße. Oh, jetzt darfst du aussuchen. Naja, ja, super. Ja, toll. Ich will doch... Ja, ich hatte noch die Wahl zum Rerollen. Ah, okay. Ja, mei. Pest und Cholera, ne? Ach, ich darf mir auch... Nee, du darfst auswählen. Okay. Gibt ein Skill dafür, dass du dir dann aussuchen darfst, wohin du geschützt bist. Ja, das... Nee, ausweichen wäre das jetzt gewesen, dass er nicht hinfällt und... ne? Aber egal. Mhm. Was machst du da? Ach! Das ist so niedlich. Ich geb dir gleich niedlich. Ja, wie sie da stehen mit ihren kleinen Pferden und nicht so weit kommen und der sprintet und stolpert sicher über seine dicken Füße. Nein! Was ist da los? Das kann doch nicht wahr sein. Was sind das für einen das Blitzer auch noch? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was hat denn der hier noch? Robust. Naja gut, da, ich komme sowieso nicht durch die Rüstung durch, aber dass der den Sprintwurf geschafft hat, bitte. Also, ja komm, jetzt sprintet der auch noch. Komm, falle hin, falle hin. Und? Fuck you! Da stand nur going for it, deswegen. Nein! Du bist. Double. Nee. Moment, wir machen da jetzt so, und wenn ich hier diesen mache, dann kann ich da nein. Aber den hier, ja. So, mache ich jenen und diesen dort. Ich muss ja seine dicke Ratte auspacken, damit er die kleinen Zwerge umhauen kann. Na klar, die dicke Ratte voll in den Rücken von diesem nackigen Zwerg. Was, du darfst auswählen? Das ist ja... Ich schieße was? Nein. Ah nee, warte mal. Aufstehen. Ich klicke hier gerade die ganze Zeit rum und hoffe, dass ich irgendwo mal zwei Würfel bekomme. Achso, ja, dann musst du ja ein bisschen versammeln, vermute ich mal. Ja. Das ist voll uncool eigentlich, was du hier gemacht hast. Was dich ganz ehrlich. Eingemauert? Oder? Ja, ja, nee, das ist. Eigentlich ist es voll scheiße, Tom. Macht gar keinen Sinn für dich. Du solltest für dich mich? Verteilen. Ja, ja, total. Mhm. Na dann mach das mal. Könntest du schaffen. Ja. Chance, zweimal. Wenn du Sprinten schaffst, dann werde ich doch noch das Ausweichen schaffen. Also bitte. Nix da. Du fängst den Ball. Warum? Ihr seid doch alle doof. 1A. Aber weißt du was? Deine Zwerge kommen eh nicht so weit. Ach, tatsächlich. Na, Pfeil. Und K.O. Sehr schön, der erste schon mal vom Feld. Ne, den Apotheker will ich jetzt erstmal nicht einsetzen. Ja, das wäre. Weil ich sehe schon die ersten Knochenbrüche hier gegen deine Zwerge. Spiel nett, Tom. Was ist los? Du sollst nett spielen. Ich spiele nicht. Oh, nett. Du sprintest wieder. Das schafft er nicht, das schafft er nicht. Hast du gesehen, wie es ihn auf die Fresse gelegt hat? Verdammt. Jetzt auch noch. Du bist doch echt feige, ne? Dicke Rüstungen tragen und dann zu dritt auf eine Ratte eintreten. Eh klar. Komm, ins Aus. Ne? 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 Und gestunt. Feine Sache. Ja. Spielst du es auf Englisch? Ja. Ah, okay, ich spiel's auf Deutsch und bei mir stand da Spieler gelähmt. Und als ich das erste Mal gesehen habe, so, what the fuck, der erste Spieler schon hinüber. aber dabei liegen die ja nur mit dem Gesicht auf dem Boden. Ja. Und brauchen ja dann irgendwie ein, zwei Runden, bis wir wieder aufstehen. Zwei Runden. Oder eine, je nachdem, wie man sieht. Naja. Oh. Bam. Und noch einer K.O. So kenne ich das. Ja. Oh Mann. Quetsch ist K.O. Ja.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh, verdammt, das wollte ich gar nicht. Oh, trotz Klammerschwanz. Fuck. Ich wollte den da gar nicht reinbewegen. Also, du Lacker. Gib dir die Teams, gib dir die Teams. Mhm. Oh, ja, wo ist jetzt? Na. Nein, du treffst mich ja voll in die, hier, ne? Genau, alle erstmal auf den Haufen treiben und dann ja. Stück für Stück kaputt hauen. Geil. Gelähmt. Was? Heißt einer von deinen Zwergen Giuseppe? Ich hab mich, glaube ich, gerade verlesen. Ich hoff's. Okay, dann darfst du. Also erstmal der hier aufstehen. Das war's. Der Rest ist ja K.O. oder liegt mit der mit dem Gesicht nach unten. Machen wir erstmal das hier. Und dann machen wir dieses hier und nehmen das hier. Jawohl. Komm schon, K.O. Nein. Niemals nicht. Ja, und was machst du jetzt? Ja, wenn ich 50-50 und dann 33 Ball aufheben und... Ja, genau. Probier doch mal. Funktioniert bestimmt. Nein, da darfst du auswählen, das ist doof. Aber wenn der hier... Nee. Ja, lauf doch mal durch drei Tackles so hin. Wenn ich aber hier und dann diesen hier... Hat er es doch rausgeschafft. Ja, ich muss jetzt hier ein bisschen mutiger werden, ne? Folgen. Das hat gesessen. Das sieht ja immer so brutal aus, ne? Aber es passiert ja nichts. So, ja. Jetzt habe ich nämlich das hier. Und? Er hat sogar geschafft. Wo soll ich hin? Ich könnte jetzt natürlich so einen riesen Bogen in meine Touchdown-Zone machen und um dich rumlaufen. Wie weit kann der denn laufen? Ah ja, okay. Aber ich könnte ja auch hier... Ja, das sieht gut aus. Aber ich könnte ja auch... Ja, das sieht auch gut aus. Ja, nee. Irgendwie nicht. Lass dir ruhig Zeit. Passiert nichts. Ja. Wenn ich dahin und dann das hier... Nein, nein, Moment. Ich laufe erstmal dahin. Also, nein. Dahin. So. Jetzt habe ich eine Chance von... Ganz schlecht zu passen. Ganz schlecht passen und noch viel schlechter fangen. Aber das funktioniert schon. Natürlich funktioniert das. Nein, der fängt so schlecht, weil er in der Tackle-Zone steht von mir. Was? Dein Gegner wählt einen Spieler, um ein Abfangmanöver zu versuchen. Tom, tu was! Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ne, es geht halt nur mit Skaten, ne? Ja, ja. Ist halt so, ne? Tja, verletzend. So, und jetzt, diesen hier. Und zwar hier. Ja, und dann erstmal ein Handgelenk kauen hier. Ja! Hast den ersten gestunt. Zu beenden. Krass, also, die Züge sind 2 Minuten lang, okay. Ich habe nämlich letztens mal lokal gespielt mit 4 Minuten. Ja. Aber weißt du was, ich glaube, ich gewinne trotzdem. Meine Zwerge sind halt einfach unfähig. Ach so. Tut mir leid, das ist halt so. Verdammt. Ist das so? Und der spritzt das Blut also. Ja. Naja. Den kannst du eh nicht aufheben, den Ball. Vermutlich. Ne? 33%. Nein, und er schafft's auch noch. Der kommt doch mit seinen Händen nicht mal zum Boden. Ja, wobei die Knie sind, ja, also... Haben deine Zwerge Kniegelenke? Nein, ich hab keine Knie.
Ja, natürlich. Ja. Ach, weil ich so schön arrogant bin, nehme ich doch das, wo ich meinen Blockskill benutzen kann. Oh, seht mich an, ich bin ein Zwerg, ich hab Blocken. Ich hab zwar keine Kniegelenke, dafür habe ich Blocken. Weißt du, wovon es abhängig ist, wann Animationen gespielt werden oder nicht? Alter. Jetzt wieder zurücklaufen. Nein? Okay. Niemals. Ja. Yeah. Ich glaube, Animationen werden nur gespielt, wenn die nicht nur zurückgedrängt werden, sondern auch umgehauen werden. Mhm. Okay. Was mache ich denn? Hier aufstehen? Dort aufstehen? Mann, ich kann ja nur noch aufstehen hier, ne? Mhm. Der Plan. Ja. So, nachdem die jetzt erstmal aufgestanden sind alle. Warte mal. Selbst die Trollslayer haben so eine krasse Rüstung. Was meinen jetzt? Jawohl. Ja. Eieieiei. Was ich aber ganz neckisch finde, ist die winzige Ratte auf dem Rattenoger. Mit der Fahne, gell? Ja, ja. Ist voll geil, ich zoome mal gerade ein bisschen ran. Voll cool. Dann machen wir das hier. Das war wahrscheinlich... Nein? Gut. Ich bin immer so panisch, wenn der mir hier dann schon einen Reroll vorschlägt. Ach so. Bei so normalen Ergebnissen. Dann denke ich immer so, fuck. Ja gut, mir bleibt ja sonst nichts anderes mehr übrig. Und ein Totenschädel. Oh. Oh. Ich hab nicht gesehen, dass du noch einen Reroll hattest. Ja, den wollte ich jetzt eigentlich nicht benutzen. Brech ihm die Knochen! Los! Töte ihn! Nee. Ich glaube, das war's dann für mich. Weil, ich meine, mit wie vielen Ratten habe ich gerade gespielt? 4 von 12? Das liegt am Boden oder ist irgendwie benommen außerhalb des Spielfelds? Also zumindest gab es noch keine Toten. Na, das ist pures Glück. Weißt, meine Hoffnung war so ein bisschen, dass ich gegen Dunkelelfen spiele. Ach so. Weil die sind ja so squishy, die halten ja nichts aus. Squishy. Ich meine, Ratten halten auch nichts aus, aber ich glaube, die können immer noch ein bisschen mehr einstecken als die Elfen. Nicht. Tom, siehst du da unten rechts, wo deine Zeit läuft? Ja. Klick mal auf den Button, der da drunter ist. Du meinst Endturn? Warte mal schnell. Ich will mal wissen, was da passiert. Klick mal drauf. Wir sind erst im vierten Zug. Ja. So. Na. Kannst du das mal lassen? Nein. Ich kaufe ihn. Nein, nein. No, no. Sie kaufe ihn. Ah, die Grafik, die finde ich voll cool eigentlich. Also man kann richtig schön nah ranzoomen. Das sieht echt super aus. Was passiert gerade? Ich hab so nah rangezoomt. Was ist gerade passiert? Was passiert hier? Nein! War das Blut? Ist das Blut? Ist das meins? Aber wie es die halt auch immer direkt aufs Gesicht legen muss, die Viecher. So, wie machen wir das jetzt am blödsten? Schädel! Schädel! Nein? Nein, kein Schädel.
folgen. Niemals. Nein! Der dritte Spieler K.O. Tom, ich hab nur 12. Ne? Also jetzt nicht immer mehr. Immer noch? Was? Haben die Zwerge hier eigentlich auch schon dieses riesen Rasenmäher-Ding? Ja. In meinem Zwergenteam, was ich in der offiziellen Liga spiele, rein privat, habe ich diesen Death Roller schon drin, ja. Na, den Vertikutierer. Den Vertikutierer, genau. Den Totenkopf. Oh, verdammt. Hier muss ich den Totenkopf in die Explosion nehmen. Ach du Armer. Nein! Ha! Oh, jetzt muss ich den Totenkopf nehmen. K.O. Und du bist dran. Juhu! So. Reite Nummer 1. Ausstehen. Ja. Ausstehen. Reite Nummer 2. Ausstehen. Reite Nummer 3. Ausstehen. Den hier töten? Niemals! Klar! Und? Ja, nichts passiert. Na, 17% aufheben! Willst du mich verarschen? Du hast doch eh keine Ahnung, was du da tust. Ja, ich klicke nur auf die bunten Bildchen. Warum muss ich denn da sprinten? Wenn ich jetzt hier und so? Ah, ja, okay. Dann mache ich das. Und... Ne? Ja. Funktioniert bestimmt. Nein! Ah, was meinst du, was für ein Move das gewesen wäre, wenn das jetzt geklappt hätte? Hättest du mich nie wieder einholen können. Kann mit einem kurzen sein. Stummelbeinchen. Ja, du machst doch eh keinen Touchdown bis zur Halbzeit. Muss mal überlegen, das sind noch 3 Runden bis in die Touchdown-Zone. Schaffen das die anderen Zwerge? Ja, werden wir dann schon sehen. Ich block dich jetzt erstmal mit 3 Würfeln. Boah, du hast aber echt scheiße gewürfelt dafür, ne? Ja. Hast du? Alle 3 Ergebnisse werden ja gegangen. Och, bitte. Gelähmt auch noch. Mann. Bist du gelähmt oder was? Bist du gelähmt? Schau sie dir an! Dummer, fetter Zwerg! Sehr, sehr cool. Stopp! Halt, nein! Was passiert hier? 33% aufheben, 33% aufheben, nur weil der Berg da im Weg steht. Dann machen wir es so. Und dann machen wir das. Also, ja. No risk, no fun. No pain, no gain. Ach komm bitte, was ist denn los? Nein! Ich will nicht klicken. Ich klicke jetzt nicht. Okay, kannst du mich nicht dazu zwingen? Ja, Timer läuft bald ab. Mir doch egal. Arsch. Ich hab da nicht geklickt. Von wegen Rundenende. Selber! Selber Rundenende. Na, Salem? Das Spiel ist so gemein zu mir. Ach, jetzt fängt er ihn, hebt ihn auch noch auf. Jetzt pass ihn nach hinten. Niemals. Ah.
Totengott! So. Jetzt machen wir noch ein bisschen Sushi-Smushi hier. Sushi? Sushi-Smushi. Kalte Ratte. Hacking. Robust, blocken. Weißt du, deine Zwerge haben halt einfach mal 3 Millionen Fähigkeiten schon von Anfang an. Ja, die sind doch echt teuer dafür. Ja, genau. Aber du kannst ja trotzdem 12 leisten, weißt du? Und was mache ich? Ich leiste mir auch 12 Ratten. Die haben nichts. Nichts, sage ich dir. Nein. Nein. Aus. Nein. Bei dir. Ich dachte, du willst jetzt mein Rattenuger faulen. Ja, aber das traust du dich ja nicht. KitchenAid ist dann. Nein, stopp, halt! Nein! Mit dem Bierkuchen auch noch. Wie klar. Alter. Aber ist nichts passiert. Gott sei Dank. Da müssen wir dich halt auf die legale Weise töten. Ich gewinne trotzdem. Ach scheiße, nee, jetzt müssen erstmal alle Ratten aufstehen, gell? Oh, ja, warte mal, dritte oder vierte Ratte K.O.? Muss man deine Auswechselbox schauen. Ja, ich sehe drei Glöckchen, sehe ich. Drei Glöckchen, schön. So, wer ist denn von meinen Ratten noch übrig? Bitteschön. Ja. Beige is yours. Uga aga. Nee. Blood Bowl bis zum Verlust der Muttersprache. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn ich den jetzt und so und dann mache ich hier und. Ah ne, erstmal steht die Ratte auf. Der Rattenohr. Erstmal steht die Ratte auf. Welche? Alle. So, der steht auf. Und der hier steht auf. Und da unten muss ich mir jetzt überlegen, was ich mache, dir den Ball abzulucken, ne? Hast dir Zeit, du hast nur noch unter einer Minute. Ja, das ist echt gemein. Weißt du, noch mit... Warte mal. Wie weit läuft denn ein Zwerg? Scheiße, der kommt halt in die Touchdown-Zone, ohne jetzt hier noch irgendwie einen Schritt zu machen. Mhm. Fuck! Das war ja klar. Ja. Und 4 K.O. Nur noch 8 Ratten. Warte mal. So, jetzt habe ich den Apotheker benutzt. Ja. Und dann stirbt die nächste Ratte. Ja, weil ich dann nur noch 8 Ratten habe und machst gleich einen Touchdown. Ich kann doch nicht mit 8 Ratten gegen 12 Zwerge kämpfen. Was ist denn da los? Ratten sind noch eine Massenarmee. Scheiße. Komm mal, das, dann ist es safe. Karats a Karak anwielt. Lern Deutsch. Mutter. Und da mal wieder unsere geklonten Cheerleader. Ich hätte auch gern 2 Klone. Ja, schau, 2 stehen wieder auf für dir. Juhu! Gibt's da nicht normalerweise rassenspezifische Cheerleader? War bei Blood Bowl 1, also ich hoffe, dass sie noch ein paar Sachen nachpatchen. Ich fand das nämlich auch ganz cool eigentlich, aber... Achso, ich stelle zum Angriff auf. Okay. Pestilenter Sturmangriff. Oh Gott, siehst du die Lücken in meiner Aufstellung? Das warst du. Aber...
sie haben noch ihre Gliedmaßen. Gegen Goblins hätten sie wahrscheinlich nur noch einen Arm oder so. Shitty fuck. Du meinst, es ist jetzt besser so? Natürlich ist es besser so. Ach scheiße, Moment! Fuck, ich hab gedacht, ich kick den Ball! Nein! Du darfst dich aber noch bewegen. Ja. Fuck. Hey cool, da kommt er direkt bis dahin. Freut mir. Okay. Aufheben 50-50. Erstmal kloppen. Genau. Die Skaven gehen erstmal kloppen. Ja. Wäre ja, schon beinahe mal in die Hose gegangen beim ersten Mal. Okay. Warum hast du euch denn der Ratte die Augen zugebunden? Damit ihre anderen Sinne geschärft werden. Das ist doch klar. Okay, du meinst K.O. gehen und sterben. Nein. Weißt du, Tom, manchmal bist du gar nicht nett. Du bist manchmal hässlich zu mir. Dann hab mir das Gefühl, dass du mir gar nicht mögen tust. Genau, boh. Und den der andere ist dem anderen Skaven voll auf den Kopf. Und dann bleibt der Ball da stecken, weil er so einen Pika dran hat. So, der hat Blocken. Das heißt, ich werde dich mal tackeln. Okay. Dann tu das. Dann tue ich dieses und ich mache jenes. Jeeha! Der Dampfhammer. So, und dann. Gehe ich dahin. Und was noch fehlt bei Blood Bowl 2, weil es mir gerade einfällt, was ich auch sehr schade finde, was ich hoffe, dass auch nachkommt. Was ist dir eingefallen? Wenn deine Figuren leveln, verändern sie sich optisch nicht mehr. Oh nein. Das fand ich. Ich war nicht nee, aber das, das ist tatsächlich ein cooles Feature gewesen, ja. Ja, ich fand das sehr cool. Vor allem hast du auf den ersten Blick halt auch gleich gesehen, okay, das sind meine Spieler, die halt schon noch Zusatzskills haben. Und so musst du halt jetzt, wenn es ein Lineman ist zum Beispiel, der gelevelt ist, musst du jeden Lineman anschauen. Das ist halt echt nervig. Ja, ja. Also ich hoffe, dass sie das noch nachpatchen, weil das ist echt irgendwas, was mir echt... Das fehlt mir tatsächlich. Ja, du musst ja erstmal nachkommen. Oh scheiße, du kannst ja so weit laufen. Zug beenden. Du stolperst doch eh. Na, wenn. Ah! Turn auf der Halbzeit. Nein! Nein! Ich bin so... Nein! Du... Ich hasse dich so sehr. Ja. Oh, steht da noch von dir. Ja. Na gut. Also mal schauen, ob ich im nächsten Video dann mal zum Touchdown komme, nicht wahr? Nicht wahr.